Hallo meine Freunde, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Ausgabe von Happy Bar Barbecue. Wir werden heute wieder eine Beilage zubereiten, das werden wir nachher drin machen, denn es wird einen Krautsalat, also einen Coleslaw Salad geben. Eine Variante, die ich besonders mag, sie ist ähnlich der von KFC, aber es ist natürlich nicht genau das gleiche. Ich konnte auch nie wirklich rausfinden, welche Zutaten da drin sind. Ist auch überhaupt gar nicht wichtig, denn die Variante, die ich euch zeige, ist meine Lieblingsvariante. Die schmeckt mir besonders gut und die ist einfach für Pulled Pork richtig gut geeignet. Für Ribs als Beilage für Burger oder wenn ihr einfach nur mal eine Bratwurst macht oder so, kann man das super dazu machen. Mir schmeckt es. Vielleicht gefällt es euch auch. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr es machen müsst. Das ist mein ganz persönliches Lieblingsrezept. Es kommt den, was ich persönlich jetzt zum Beispiel von Kentucky Fry kenne, sehr, sehr nah. Mir gefällt das wahnsinnig gut. Ich mag dieses Spiel zwischen Säure, Süße, Cremigkeit, um diesen Coleslaw vorzubereiten. Ihr braucht hier einmal normales Öl. Wir brauchen Zucker, eine Zwiebel, Karotten, einen Weißkohlkopf. Hier haben wir einen Kräuteressig und Mayonnaise. Das Ganze werden wir jetzt zubereiten und später dann noch über Nacht stehen lassen. Wir geben hier zuallererst unsere 6,5 Esslöffel Öl dazu, gefolgt von der Zwiebel, die wir klein gehackt haben, und dem Cup Zucker. Ich habe hier schon mal versucht, braunen Zucker zu benutzen. Er verändert die Farbe leider viel zu stark, sodass es nicht mein Fall wäre, rein optisch gesehen. Geschmacklich finde ich es fast ein bisschen besser, aber deswegen würde ich hier trotzdem so einen Kristallzucker nehmen. Und jetzt geben wir noch einen Esslöffel von diesem Kräuteressig dran. Ich habe das zu Beginn immer mit Estragon-Essig gemacht, weil ich den richtig lecker finde. Das Problem ist nur, dass man den gar nicht so einfach zu kaufen bekommt. Und ich glaube, am Ende merkt man, wenn es durchgezogen ist, den Geschmack gar nicht so sehr raus. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert das mal da damit. Ist richtig toll. Das Ganze rühren wir jetzt schon mal ein bisschen durch. Und geben hier das komplette Glas Miracle Whip dazu. Ihr dürft natürlich sehr gerne eure Mayonnaise jetzt hier selber machen. Das gibt auch nochmal einen ganz anderen Geschmack. Das Ganze wird jetzt wieder miteinander verrührt. Mir schmeckt das Ganze auch einfach in der Kombination sehr gut, so dass ich da nicht noch großartig anders weiter experimentiert habe. Ich habe hier von der Raspel-Einstellung extra die kleine Variante gewählt, weil ich es richtig schön fein haben will. Und das Ganze ist jetzt auch überhaupt kein großer Aufwand und kein Geheimnis. Wir werden jetzt einfach die Karotten da durchjagen und anschließend noch den Weißkrautkopf. Die klein gehäckselten Karotten und das Kraut geben wir jetzt einfach zu unserer Crememischung dazu. Schaut, dass ihr nicht gleich alles mit einmal dazu gibt, sondern hebt das jetzt Stück für Stück einfach drunter. Und das machen wir so lange, bis alles letztendlich nachher verarbeitet ist. Das Ganze schaut jetzt fertig so aus. Deckel drauf und über Nacht einfach in den Kühlschrank. Und morgen könnt ihr es dann genießen. Und das Ganze ist auch noch super einfach und total lecker. Hier sehen wir jetzt den fertigen Salat nochmal nach 24 Stunden. Denn der ist richtig schön frisch, saftig, süßlich. Ich finde es einfach, ja, ich finde es klasse. Ja, wie ihr gesehen habt, ihr braucht nicht wirklich viele Zutaten. Es geht ultra schnell, sich so einen Krautsalat zu machen. Gut, durch das Marinieren, dieses über Nacht stehen lassen, aber das bringt erst wirklich den Geschmack richtig rein und dann kommen die Aromen richtig raus. Der Coleslaw selber ist sehr, sehr saftig, sehr knackig. Ich liebe das. Ja, und probiert das einfach mal aus. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, gebt einfach der Sache mal einen Daumen, schreibt unten was in die Kommentare, da freue ich mich immer drüber. Abonniert den Kanal, teilt das Ganze, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, könnt ihr es allerdings auch teilen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Liebt euer Essen, habt Spaß am Grillen. Bis dahin, ciao.